Tag, ich bin Leo, euer Radio Teddy Reporter und es geht wieder los. Wir sind unterwegs, um Wissenschaftler zu besuchen. Und diesmal geht es um ein Thema, das ihr bestimmt schon mal gehört habt. Bei uns im Radio, von euren Eltern in der Zeitung. Es geht um die Energiewende. Das bedeutet hauptsächlich, dass wir in Deutschland versuchen, unseren Strom aus erneuerbaren Energien zu erzeugen. Das ist keine einfache Aufgabe. Wir besuchen aber heute die Leute, die das möglich machen oder zumindest daran arbeiten. Es soll irgendwie um Solarzellen gehen. Mehr weiß ich selbst auch noch nicht darüber. Und deswegen gucken wir jetzt mal nach, was da drin in diesem Labor passiert. Kommt mal mit. Hallo, komm rein. Danke, dass du mich reingelassen hast. Wer bist denn du? Hi, kein Problem. Ich bin Caro. Ich bin Forscherin hier in der Gruppe am HZB. Und wir schauen uns an, wie man Solarzellen macht. Aber wir schauen uns das nicht nur von außen an, sondern, sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Ich bin ein bisschen abgelenkt. Was sind die zwei Astronauten da drüben? Nein, das sind keine Astronauten. Das sind einfach meine zwei Kollegen. Und die drucken Solarzellen in super groß, so wie ihr die kennt von den Dächern. Und die haben diese Astronautenanzüge an, weil man super, super sauber arbeiten muss, damit einfach kein super mini kleiner Dreck reinfällt und unsere Solarzellen am Ende kaputt macht. Und was da drüben passiert im Großen, macht ihr hier auch? Ja, da drüben haben wir noch einen kleinen Drucker und wenn du willst, komm mit, ich zeig's dir einfach mal. Sehr, sehr gerne. Da, schau, da siehst du schon unseren kleinen Drucker, den wir haben. Das ist euer? Darf ich da ran? Ja, ja, klar, schau's dir einfach an. Okay, und wie funktioniert der Laden jetzt? Ja, also das sieht immer noch anders aus als bei dir zu Hause, aber von der Technik her funktioniert es genau gleich mit den guten und den schlechten Sachen. Aber wir haben auch einen Drucker, wo wir unsere Tinten rein tun und dann wird einfach gedruckt, wie zu Hause mit Tinte auf Papier. Das heißt, es ist eigentlich schon alles fertig hier? Ja, nee, das ist so ein bisschen das Problem, weil wir kennen zwar unsere Tinte und wir wissen, was wir am Ende haben wollen, aber wie immer mit dem Drucken ist es so ein bisschen schwierig und funktioniert leider nicht immer so, deswegen forschen wir da noch dran. Aber um es meinen Kollegen auf dem Weg dahin viel, viel leichter zu machen, bin ich hier. Und ich arbeite da drüben, weil da habe ich nämlich mein Auge aufgebaut, mit dem ich es schaffe, zu sehen, was eigentlich passiert zwischen Tinte und fertigem Film. Dann werfen wir mal ein Auge aufs Auge. Ja, komm mit, lass uns rübergehen. Es sieht jetzt noch nicht so wie ein Auge aus, muss ich sagen. Also wir haben irgendwie etwas, das aussieht wie eine metallene Waage. Hier ist unten so ein Topf mit Alufolie, wird reingeleuchtet. Wir haben wieder diese großen Gummihandschuhe hier. Was davon ist jetzt das Auge? Das eigentliche Auge ist hier auch gar nicht. Um dir das zu zeigen, kommen wir mit in die Hocke. Okay, das heißt, das da ist das Auge? Ja, ja, genau. Das hier ist unser eigentliches Auge, diese schwarz-weiße Kiste. Aber um was sehen zu können, brauchen wir erstmal Licht. Ist eine Grundvoraussetzung. Ja, im Dunkeln was zu sehen ist oft schwierig. Deswegen haben wir da hinten unsere rote Kiste und das ist eine Weißlichtquelle. Also quasi kommt da Licht raus, wie aus der Sonne. Und ja, wir messen ja eigentlich da oben. Deswegen haben wir dieses blaue Kabel, was du da hinten siehst. Und das leitet unser Licht. Es kannst du auch nur im Helmholtz-Zentrum, dass unter dem Tisch Auge, Sonne und Lichtkabel versteckt sind. Ja. Und oben geht's weiter? Genau, oben geht's weiter. Warum möchtest du Licht messen? Weil unser Material, während wir das herstellen, seine Farbe verändert. Ich kann das mit meinem Auge sehen, aber das ist einfach ein viel, viel besseres Auge, was mir viel besser sagt, welche Farbe es gerade hat, kann das viel besser auch aufschreiben, aufnehmen und dann kann ich später im Büro mir anschauen, was ist da eigentlich passiert und das Ganze im Detail analysieren und rausfinden, was auf so einer chemischen Ebene eigentlich passiert. Das heißt, zu wissen, welche Farbe diese Flüssigkeit hat, während sie von Tinte zu einer Solarzelle wird, hilft euch am Ende zu verstehen, wie das Ganze funktioniert. Genau. Können wir das mal ausprobieren? Ja, klar. Hände sind dreifach mit Handschuhen bedeckt. Los geht's. Oh. Sie schnappt sich jetzt so eine Pipette. Zieht so ein bisschen Flüssigkeit auf. Das ist wahrscheinlich die Druckertinte, von der sie eben geredet hat. Ein ganz kleiner Tropfen. Der wird jetzt runtergetropft in diese Aluschale. Direkt unter das Licht. Und dann kann es jetzt theoretisch auch schon losgehen. Feuer frei. Okay, und los geht's. Ach, der dreht sich jetzt richtig. Ja, genau. Warum ist es wichtig, dass der in Bewegung gerät da unten? Dadurch verteilt sich unsere Tinte ganz, ganz, ganz dünn auf dem Substrat. Und ist so ein bisschen wie bei einer Salatschleuder. Also im Prinzip wird einfach das ganze Flüssige nach außen geschleudert. Und weil wir unten dieses kleine Glasplättchen haben, bleibt halt ein sehr, sehr dünner Nassfilm dabei hängen. Und eigentlich können wir jetzt mal schauen, was passiert. Weil gleich sollten wir nämlich was sehen. Ja.
ein bisschen, ja. Und jetzt seht ihr, glaube ich, schon, wie es dunkler wird. Erstmal, genau, und jetzt ist es strahlend orange geworden. Es hat angefangen wie so ein kleiner Ring und jetzt hat es sich komplett verfärbt. Was da passiert? Erstmal haben wir in unserer Tinte auch noch ganz, ganz, ganz viel flüssige Bestandteile. Und die sind einfach verdampft. Also wie man das vielleicht beim Nudelwasser kennt, wenn der Wasserdampf aufsteigt. Nur hier ist das jetzt nicht so spektakulär. Aber durch das Drehen ist das Lösemittel verdampft. Und übrig geblieben ist nur noch das Orange, was dann jetzt diese Farbe erzeugt hat. Noch ein bisschen was anderes, aber das, was wir sehen können, ist hauptsächlich erstmal das Orangene, weil jetzt zeige ich dir, was beim letzten Schritt passiert. Pass gut auf, weil das geht jetzt wirklich, wirklich schnell. Und guck mal einer an. Jetzt wird der Film ganz dunkel. Ihr denkt wahrscheinlich, es ist schwarz. Wie, das Ding ist nicht schwarz? Nee, das ist eigentlich dunkelrot und dafür brauchen wir unser künstliches Auge, um das ganz genau zu sehen. Und das ist dann ja quasi euer Beitrag zur Energiewende, richtig? Dass du dafür sorgst, dass deine Kollegen am großen Drucker und am kleinen Drucker die einfach noch besser bauen können. Habe ich das richtig verstanden? Genau, also meine Aufgabe ist rauszufinden, wie sich der Film formiert, zu verstehen, den perfekten Film zu machen, weil das ist jetzt irgendein Film. Aber für die Solarzelle, um die Energiewende voranzutreiben, brauchen wir den perfekten Film. Vielen, vielen Dank, dass du mir das erzählt hast. Wirklich spannend und es gibt eine letzte Sache, die ich jetzt gerne zusammen mit dir tun würde. Ja. Und dafür kommst du bitte mal mit. Okay. Denn das wollte ich nämlich schon immer machen. Jetzt einmal richtig die Verabschiedung. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und High Five.